Ja, ich hoffe, es hat gemundet oder mundet noch. War sehr lecker, diese scharfe Käse war wirklich so leichtes, scharfes Feeling, ja. Gibt mir die Einleitung, dass ich was Cooles, Neues, Scharfes erzählen kann. Public Folder, doch noch da. Wer hat es verfolgt? Na, Exchange 23, klar, Public Folder. Übrigens, Exchange 23, kleiner Einwurf. Holger hat gerade mal nachgeguckt, diese Geschichte EDB, STM, ne, wo ich mir nicht sicher war. Bis anschließend 2003 gab es noch die Trennung zwischen MAPI-Content und den Streaming-Media-Inhalten. Ne? Nur noch mal als Anekdote zu dem Thema Exchange-IOPS-Reduzierung, ne, an der Stelle. Ja, Public Folder sind noch da. Mit Exchange 20.7 kam das erste Mal so die Aussage, oh, Public Folder, nicht mehr so wirklich. Ne? Wer das kennt, Exchange 2007 installiert, im Outlook Web Access tauchten die Public Folder gar nicht auf. Administration der Public Folder nicht über die Exchange Management Konsole, ausschließlich über PowerShell. Exchange 2007 SP1, Public Folder und OVA waren wieder da und eine öffentliche Ordnerverwaltungskonsole in der GUI. Ne? Microsoft hat dem Druck der Kunden nachgegeben. Trotzdem gab es da die Aussage, wenn ich mich richtig entsinne, wir supporten Public Folder maximal bis 2014 oder 15. Exchange Server 2010 wird die letzte Version sein, die öffentliche Ordner hat. Ne? Dann kam Exchange 2010, öffentliche Ordner gab es noch, wie das jeder erwartet hatte, dann auch gleich in der Grundversion mit allen Funktionalitäten, wie ich sie auch in 2007 hatte. Dann gab es so das große Bang, jetzt kam Exchange 2013 und jeder hat so überlegt, was passiert denn mit den Public Foldern? Das versprochene Migrationstool von Microsoft Public Folder migrieren in SharePoint, ne, mit irgendwelchen Microsoft-Board-Mitteln gab es nicht. Die Firma Quest hat ein Tool gebaut, mit dem man Public Folder in SharePoint migrieren konnte, kostet aber einiges an Geld. Und die meisten, die ich zumindest kenne, haben nie ihre Public Folder A abgeschafft und B haben sie auch nicht in den SharePoint migriert. Ne. Was ich für deine Erfahrung ist so als Ich SharePoint-Spezialist. bin keine Chance. Also, Okay. nette Funktionalität in SharePoint, aber dafür ist es nicht geeignet. Okay. Ja. Gut, also. Das haben sie dann wahrscheinlich auch irgendwo gedacht, ne, und haben sich überlegt, hey, mit Exchange Server 2013 machen wir was Neues und haben da richtig reinvestiert und haben aus meiner Sicht was völlig Geniales gemacht. Bevor wir uns angucken, was sie da Geniales gemacht haben, so ein kurzer Überblick in so eine super Zeichnung, die ich gemacht habe. Public Folder in Exchange 2000X, also sprich 2003, 2007 und 2000. Man muss unterscheiden zwischen zwei grundsätzlichen Typen von Public Foldern. Es gibt die sogenannte PF, Public Folder Hierarchie. Das ist quasi schlussendlich die Information des Directory Trees. Welche öffentlichen Ordner habe ich? Wie sind die strukturiert? Wie sind die verschachtelt? Diese Public Folder Hierarchie wird zwischen allen Exchange Servern in der Exchange Organisation repliziert, sodass jeder Exchange Server weiß, welche Public Folder gibt es, wie sehen die aus und wer kann darauf zugreifen. Mindestens ein Server, in diesem Fall Server 1, hostet an der Public Folder Datenbank. Da liegen die öffentlichen Ordner. Was mache ich, wenn Server 1 ausfällt? Muss ich ja irgendwie meine öffentlichen Ordner auch hochverfügbar gestalten. Mit Exchange Server 2007 kam als hochverfügbar Konzept das Cluster Continuous Replication, sowas ähnliches wie DRG, ne? Inhalte von einer Datenbank an eine andere Datenbank auf einen anderen Exchange Server zu replizieren. Das ging aber nicht für öffentliche Ordner. Also haben sie in Exchange 2007 weiterhin das gleiche Konzept von allen Exchange-Versionen genutzt. Der Inhalt einer Public Folder Datenbank wird auf einen Server 2 in eine andere Public Folder Datenbank repliziert. Das war bisher immer so. Ich hatte zwei Replikationstechnologien, ne? Cluster Continuous Replication für Mailboxen oder Single Copy Cluster, wenn man so ein Vanilla Cluster hat, und Public Folder Inhaltsreplikation der Inhalte an der Stelle. Jetzt haben sie das mit Exchange 2010 beibehalten und mit Exchange 2013 hätte man ja eigentlich erwartet, dass sie das Konzept einfach weiter so lassen, weil sie ja vielleicht irgendwann sagen, mit 2015 ist es gar nicht mehr da. Haben sich aber komplett anders entschieden und es komplett redesigned. Public Folders based on the Mailbox Architecture. Es gibt keine öffentliche Ordnerdatenbank mehr. Öffentliche Ordner werden jetzt in einer Mailbox gehostet. Und da gibt es zwei Typen von Mailboxen. Es gibt einmal eine Mailbox für Public Folder Content. Die Mailbox für Public Folder Content entspricht der Public Folder Datenbank. Und es gibt eine Mailbox, sogenannte Hierarchy Mailbox, die Hierarchie Mailbox. Die Hierarchie Mailbox ist schlussendlich nichts anderes als hier die Public Folder Hierarchie. Das heißt, wenn ihr in eurer Exchange Server 2013 Umgebung euch dafür entscheidet, Public Folder zu bauen, muss man als erstes eine Mailbox bauen. Die sogenannte Master Public Folder Hierarchie Mailbox. Da wird die ganze Hierarchie der öffentlichen Ordner gespeichert.
damit ich dann auch Content speichern kann, lege ich eine Public Folder Mailbox an. Für den Administrator ist es eine Mailbox. Wenn der in sein Exchange Administrative Center geht, ist es eine Mailbox. Für den User im Outlook oder im Outlook Web Access sieht keinen Unterschied. Für den ist das öffentliche Ordnerhierarchie, da tauchen seine ganzen öffentlichen Ordner auf. Ob die in der Mailbox liegen oder in der Datenbank, ist für den User egal. Für den Administrator ist es eigentlich auch egal. Für den Administrator ist es sogar positiver. Er muss sich nicht mehr um zwei Replikationstechnologien, um anfällige Replikationstechnologien kümmern, weil jetzt passiert was. Meine Mailbox mit dem öffentlichen Ordnerinhalt liegt in einer Mailbox. Wenn ich einen Database Availability Group Array einrichte, ist es eine Mailbox, die repliziert wird. Ob ich nun eine User-Mailbox auf 16 weitere Exchange-Server repliziere oder eine Public-Folder-Mailbox, ist völlig egal. Also nutzen Sie quasi die recht bewährte Technologie der Hochverfügbarkeitsgruppe, sprich der DAG-Gruppe, hosten sowohl Mailboxen für User als auch Mailboxen für öffentliche Ordner in der Datenbank. Das finde ich genial. Warum mit dem alten Zeug von Exchange in alten 5er, 4er Versionen weiter mit rumschleppen? Das Ding war anfällig, ne? Es musste troubleshootet werden, es waren manuelle gesteuerte Replikationsprozesse. Ich nutze einfach meine vorhandene, toll funktionierende Technik der Mailboxen und der Hochverfügbarkeit und speichere die Mailbox für die öffentlichen Ordner halt auch innerhalb meines DRG-Arrays. Wo die schlussendlich liegt, ist völlig egal. Der User sieht keinen Unterschied. Wenn der Over aufmacht oder Outlook aufmacht, dann sieht er das alles. Das ist die Idee hinter der Public-Folder-Geschichte. Das sieht optisch auch relativ easy aus, wenn wir uns mal hier auf dem Exchange 2013 die Konfiguration angucken. Gibt es hier den Punkt Public Folders. Und hier gibt es Public Folder Mailboxes. Und hier habe ich eine Public Folder Mailbox angelegt, die ist jetzt Migrationsszenario bedingt, die liegt noch auf dem Exchange Server 2010, würde aber, wenn wir kein Migrationsszenario hätten, halt auf der normalen Maschine liegen und die hostet die primäre Hierarchie. Also die Public Folder Hierarchie, wie das bei alten Exchange-Versionen war, die wird von dieser Primär-Mailbox gehostet und wenn ich mehr Platz brauche, lege ich mir eine neue Public Folder Database an. Die Public Folder Database oder Public Folder Mailbox unterliegt den gleichen Speichergrenzwerten wie eine normale Mailbox. Wenn ich also 2 GB Grenze habe und ich habe 500 GB an Public Folder Content, muss ich halt 250 Mailboxen anlegen mit Public Folder Content. Kann aber natürlich auch andere Grenzwerte vergeben. Ne? Könnte jetzt auch sagen, ich mache 2 Public Folder Mailboxen und mache dann ein Limit von 500 GB. Größe, haben wir ja gesagt, spielt bei Exchange 2013 keine Rolle mehr. Ne? Durch den billigen Speicher können sie auch groß werden. Ne? Das heißt, ihr entscheidet selbst, wie viele Public Folder Mailboxen hätte ich gern und wie groß sind die an der Stelle. Für den User gibt es keinen Unterschied, ob das nur in 10 Public Folder Mailboxen liegt oder nur in einer. Optisch sieht er das nicht, ne? An der Stelle. Das ist so die Idee dahinter. Ne? Das heißt, standardmäßig haben wir das Limit von 2 GB, was konfiguriert ist. Wenn die 2 GB voll sind, brauche ich halt eine neue an der Stelle. Ne? Und dann kann ich Public Folder verschieben oder ich lege halt neue Postfächer an mit Public Folder Content und die werden dann entsprechend mit Leben gefüllt. Ne? Ja, und dann kann ich hier meine Public Folder anlegen. Gleiches Prinzip wie vorher. Ne? Ich habe hier einen Public Folder als Helpdesk, IT-Kalender und Co. kann hier auf das Pluszeichen klicken, gebe hier einen neuen Namen für den öffentlichen Ordner an. Und wenn ich dann in einem Outlook-Client gucke, gehen wir mal zu einem Client. So, hier läuft einmal Outlook 2013, haben wir das auch mal gesehen, wie schön unbunt das jetzt ist hier an der Stelle. Ne? Ja, ich weiß, Antivirus ist out of date. Ne? Dann habe ich hier meine Public Folder, hier tauchen. Hallo? Okay, ich zeige es jetzt mal nicht. Warum tauchen die nicht auf? Wir zeigen es mal im Over. Ich hoffe, dass es da auftaucht. Okay,
Public Folder sind noch da, funktioniert auch, warum das jetzt gerade nicht geht, keine Ahnung, aber wir sehen sie, ne? Wir würden sie sehen, wenn Marc hier nicht irgendwas verbastelt hätte an seinem System, wenn hier die Public Folder auftauchen und im Outlook würden sie entsprechend auch auftauchen. Ne? Schlussendlich optisch gesehen kein Unterschied, ob das nun in der Datenbank liegt oder in der Mailbox liegt hier an der Stelle. Ne? Und ihr könnt auch weiterhin, wie ihr das kennt, über Outlook neue Public Folder anlegen mit Typ Journal, Mail, Aufgaben oder wie auch immer man das gerne machen möchte. Also Outlook hat keinen Unterschied. Ich kann auch ältere Outlook-Versionen nehmen. Ja, minimale Version ist Outlook 2007. Ja, aber das ist sowieso ja die minimalste Version, die mit Exchange 2013 unterstützt wird. Ne? Aber optisch für den User, es gibt keinen Unterschied. Es gibt technisch noch einen kleinen Unterschied aufgrund der Tatsache, dass die öffentlichen Ordner jetzt nicht mehr in Public Folder Datenbanken gehostet werden, gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Public Folder Administrative Rights und User Rights. Früher konnte ich ja immer administrative Berechtigung vergeben, um als Administrator auf die öffentlichen Ordner zuzugreifen und User Rights zu vergeben, Auditor, Reviewer und ähnliches. Das ist jetzt weggefallen. Es gibt nur noch Mailbox-Rechte für den User, dass ich steuern kann, wer ist Auditor, wer ist Reviewer, wer hat Besitzrecht, wer darf lesen und wer darf schreiben. Aber rein optisch für den User, nicht behaupte ich nicht mal, sondern es ist so, gibt es keinen Unterschied, da stellt das gar nicht fest an der Stelle. Und die Technik finde ich genial, hätte man viel früher schon machen können. Ne? Weg mit den blöden Datenbanken. Ja, das ist weiterhin ja, genau. Du kannst auch weiterhin eigentlich grundsätzlich alle Funktionalitäten durchführen. Ne? Man kann öffentliche Ordner E-Mail enablen. Genau, und wenn ich dann hier reingehe in den Ordner, habe ich hier Größenlimits, Statistiken, generelle Anzeigen, E-Mail-Adressen, die anhand der E-Mail-Adressrichtlinien generiert werden, Member of, Delivery Options, Mailflow Options und ähnliches. Also ist grundsätzlich alles gleich geblieben, nur die grundlegende Transporttechnologie oder Speichertechnologie hat sich verändert. Und eigentlich eine coole Sache, das aus meiner Sicht, ist subjektive Betrachtung, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie die öffentlichen Ordner auch in zukünftigen Exchange-Versionen weiter beibehalten werden. Ne? Weil den technischen... Ich habe auch da was im Internet gelesen. Also die offizielle Aussage von Microsoft ist, wo er das Public Folder wieder komplett unterstützt wird, dass es auch kein Datum gibt, sagen wir. Ja, würde ich auch so sehen. Also ich meine, die werden nicht den Aufwand treiben, inwiefern der auch technisch aufwendig ist, das zu migrieren von Datenbanken in Mailboxen, ohne dass sie sich da eine Langzeitstrategie für planen. Ne? Also so viel Geld hat auch Microsoft nicht, dass sie mal sagen, wir machen jetzt mal eben in Exchange 2013, machen wir das Ganze auf Postfach-Ebene und mit Exchange 2015 schaffen wir es komplett ab. Also sie werden erkannt haben, dass es nicht einfach geht und wie wir technisch ja gesehen haben oder gehört haben, geht es mit SharePoint nicht und Microsoft hat jahrelang das Versprechen nicht eingehalten, ein Tool zur Verfügung zu stellen, mit dem man es migrieren kann. Ne? Also bleibt nichts anderes über, als die Dinger weiter zu supporten. Ne? Ja, also das ist eine schöne, augenscheinliche Änderung. Nicht so schön ist es, werden wir gleich sehen, wenn wir zum Thema Migration kommen. Wie migriere ich denn überhaupt so ein Exchange 2010 oder 2007 oder 2013? Da ist der Migrationsprozess der öffentlichen Ordner ist irgendwie noch generiert Umsatz für mich als Consultant. Ne? Also ist noch nicht ganz so intuitiv an der Stelle. Aber grundsätzlich bleiben wir erstmal bei der Aussage Single Master Modell. Die Hierarchie wird in einer Hierarchie-Mailbox geschrieben und der Content, der Inhalt wird dann entsprechend in weiteren Mailboxen gespeichert. Damit habe ich Hochverfügbarkeit Design durch das DAG und keine separaten Replikationsmechanismen, die ich da habe an der Stelle. Ne? Und ja, grundsätzlich kein Unterschied, auch für den Admin nicht. Ist ja egal, ob es eine User-Mailbox vom Rudi ist oder ob es eine Public-Folder-Mailbox von der Abteilung Vertrieb oder ähnlich ist. Ne? Jo. Transport, wen es interessiert. Ich hatte vorhin vor der Pause einmal kurz erwähnen, dass der Client Access Server jetzt quasi der Hub Transport Server von Exchange 2013 ist, dass es einen Receive-Connector gibt und einen Sende-Connector, den man anlegen muss. Dass aber bei einem Multi-Server-Szenario sowohl der Client Access Server als auch der Mailbox-Server diverse Tasks übernimmt.
was dazu führt, dass man 8 Konnektoren hat. Wenn man ein Exchange-System einrichtet, wo die beiden Server auf 2 unterschiedlichen Rollen liegen, haben wir 8 Konnektoren, die unterschiedliche Funktionen haben. Das ist dem geschuldet, dass auch der Mailbox-Server jetzt komischerweise auch so einen Transport-Service hat. Also den Transport-Service oder Transport-Agents, die der Client-Access-Server bzw. der Hub-Transport-Server in Exchange 2010 hatte, hat jetzt der Client-Access-Server, aber trotzdem hat der Mailbox-Server auch noch 3 Transport-Services. Was darin geschuldet ist, dass der Client-Access-Server mindestens nochmal 2 Receive-Konnektoren zu dem Mailbox-Server mit aufbaut. Und diese 3 sind die Services. Die hat einmal den Microsoft Exchange Transport Service, der ist ziemlich identisch mit dem, den ihr von Exchange 2010 her kennt. Ne? Der Microsoft Exchange Transport Dienst, der handelt den gesamten SMTP-Mailflow für die Organisation und führt auch Content Inspection durch, das heißt Inhaltsüberprüfung des SMTP-Datenverkehrs. Dann gibt es den Microsoft Exchange Mailbox Transport Delivery Service. Der Delivery Service ist schlussendlich dafür zuständig, die Mails von dem Transport-Service zu empfangen und zu der entsprechenden Mailbox-Datenbank des Users zuzuordnen, auf dem sich der User gerade aktuell befindet. Oder gibt es noch den Microsoft Exchange Mailbox Transport Submission Service. Upsa, der Mailbox Transport Submission Service, der holt sich die Daten von der Mailbox-Datenbank, irgendwie müssen die aus dem Postausgang verschwinden, ne? Holt sich die, leitet sie dann weiter an die Client-Access-Server-Komponente. Die Client-Access-Server-Komponente hat den Sende-Connector, der die Mail schlussendlich außerhalb der Exchange-Organisation versendet. Und das schlussendlich führt dazu, dass das Routing ein bisschen aufwendiger geworden ist, ein bisschen mehr gedanklich durchdacht werden muss, aber von der Idee her grundsätzlich erstmal das Gleiche. SMTP ist SMTP, nur mit anderen Ports, die da verwendet werden, zumindest für die interne Kommunikation. Nach außen den Port 25587 intern konfigurierbare unterschiedliche Ports an der Stelle. Ne? Jo, Exchange Koexistenz. Das Produkt, hatte ich vorhin erwähnt, kam ein bisschen früh. Ne? Kam halt mit der Office 2013 Wave, mit SharePoint und mit Office. Dann kam Exchange Server 2013, gab es eine E-Mail oder ich habe einen Blog-Eintrag gelesen, hey, ist jetzt bei Technet zum Download verfügbar. Ne? Echt Sprung zu meinem Notebook, ne? Download-Button angeklickt, Exchange 2013 runtergeladen. Und dann wollte ich es installieren in meine bestehende Exchange 2010-Organisation, weil ich wollte ja migrieren. Geht nicht. Exchange 2013 ohne das Update, was ich gleich erzähle, ist nicht in der Lage, in eine bestehende Exchange 2010 oder 2007-Organisation installiert zu werden, damit ich von Exchange 2007 auf 2013 oder auch von Exchange 2010 auf Exchange 2013 migrieren kann. Gut, Download war schon da, ist okay. Dann habe ich gegoogelt und da stand drin, naja, wenn ihr eine Koexistenz haben wollt zwischen Exchange 2010 in dem Fall und Exchange 2013, dann musst du warten, bis Exchange Server 2013 mit einem Update kommt. Exchange 2013 Cumulative Update 1, ein paar Wochen nach der RTM-Version von Exchange 2013 erschienen. Mag wieder mit Hechtsprung zum Notebook und dachte, jetzt lädst du dir so ein 100 MB Update runter, ist komplette CD, ne, oder DVD. Das heißt, die komplette Exchange-Installation lädt man sich nochmal runter. Da ist dann Exchange 2013 mit dem Cumulative Update 1 drin. Mit der Version, die jetzt gerade aktuell ist, kann ich ein Exchange 2013 in eine bestehende Exchange 2010-Organisation installieren, wenn die Exchange 2010-Organisation SP3 hat. Oder wenn meine Exchange Server 2007-Umgebung SP3 hat, plus das jetzt auch schon verfügbare Cumulative Update 1. Dann kann ich das tun. Das sind die beiden einzigen unterstützten Migrationsszenarien. 2007 und 2010 auf 2013, 2003 auf 2013 nein. Also wer auf 2003 noch aufsetzt und es soll Firmen geben, die haben noch Exchange 2003, die müssen erst irgendwie den Weg auf 2007 oder 2010 gehen, wenn sie sich für eine quasi In-Place-Migration entscheiden oder halt den Aufwand treiben und quasi eine Parallelmigration aufbauen, die mit verschiedenen Vor- und Nachteilen irgendwo behaftet ist. Ne? Der Migrationspfad an sich ist dann eigentlich identisch wie von Exchange 2003 auf 2010 oder 2007 auf 2010. Aufgrund der Tatsache, dass wir den Exchange Server 2013 in die bestehende Exchange 2010 Organisation
installieren können, teilen die sich ja beide die gleichen Active Directory-Informationen. Wenn ich hier mal ADSEdit starte, Active Directory Service Interface Editor, und ich verbinde mich mit der Konfigurationspartition, wo Exchange 99% seiner Informationen drin speichert, seht ihr hier unterhalb von Services Microsoft Exchange den Namen der Exchange-Organisation, die habe ich X.org genannt. Unterhalb von X.org gibt es weiterhin das Prinzip der administrativen Gruppen. Hier gibt es die erste administrative Gruppe mit dem Namen Exchange Administrative Group und dem entsprechenden Namen Exchange 12 Rocks. Und hier tauchen meine beiden Exchange-Server auf. Das ist und war schon immer so das Grundprinzip einer Migration. Ich installiere das jeweils aktuelle Messaging-System in meine bestehende Umgebung rein. Und dann kann ich mit verschiedenen Migrationstools, entweder über die GUI, über die Command Line, meine Mailbox-Daten, meine öffentlichen Ordner in die neue Struktur migrieren. Muss dann noch so ein paar Systemeinstellungen anpassen, SMTP-Konnektoren anpassen, dass die Transport-Server die anderen sind. Muss was mit Zertifikaten machen, muss ein paar Einstellungen hier und da drehen. Aber grundsätzlich war das bisher die Vorgehensweise der Migration von 2003 oder 2007 auf 2010. Das ist auch der gleiche Punkt, um von 2007 und 2010 auf 2013 zu migrieren. Das heißt, wenn, wie in diesem Fall, ich einen Exchange 2010 installiert habe und einen Exchange Server 2013, kann ich jetzt Mailboxen migrieren mit Hilfe der PowerShell von Exchange 2013 aus gesehen oder mit Hilfe der Exchange Administrative Center Konsole. Was ich früher mit der MMC gemacht habe, dann bin ich in die MMC gegangen, habe meine Legacy-Postfächer ausgewählt, habe rechts drauf geklickt und habe gesagt, verschieb mir die mal, mache ich jetzt schlussendlich über das Exchange Administrative Center. Wenn ich hier auf Recipients gehe und Migration, dann würde ich jetzt hier meine Mailboxen auswählen, die ich noch nicht verschoben habe. Ich glaube, ich habe alle schon verschoben auf die neue, ne? Die ist ja schon auf dem neuen, genau. Nehmen wir mal den hier, mal gucken, was er sagt. Klicke ich auf Next. Jetzt gibt es das, was ich vorhin erwähnt hatte, so ein Migration Batch Name, ne, dass ich so ein Batch bauen kann an der Stelle. Und sage hier, Target Database ist der Exchange 2013 Server und nicht der Exchange 2010 Server. Ich kann auch noch sagen, wenn die Source Mailbox, die ich migrieren will, ein Archiv hat, soll das dann in die gleiche Datenbank das Archiv oder habe ich eine billige Archivdatenbank. Ne? Also eigentlich grundsätzlich wie bei Exchange 2010 auch der Fall. Wenn ich auf More Options klicke, kann ich noch ein Bad Size Item Limit konfigurieren. Ne? Das ist die Anzahl der fehlerhaften Elemente, die übersprungen werden können, wenn das Ding kaputt ist. Kann hier noch festlegen, wer kriegt einen Report über meinen Status, den ich dann per E-Mail zum Beispiel zusenden kann, kann den Batch-Job sofort oder später starten oder ihn gleich automatisch starten, wenn ich hier anfange. Das wird jetzt fehlschlagen, weil die Mailbox ist schon drauf, aber ich wollte euch optisch mal zeigen, wie man Mailboxen migriert. Dann habe ich hier einen netten Prozess. Entweder beobachte ich jetzt über das ERC mein Mailbox-Move, klicke ab und zu mal auf Aktualisieren. Ich sehe hier oben einen manuellen Alert, den Batch-Job-Status, wo ich auf View Details klicke und ich sehe hier, wenn ich es aktualisiere, den konkreten Zustand, wie die Mailboxen jetzt gerade von 2010 auf 2013 verschoben werden. So könnte ich jetzt wirklich die saloppe Aussage von vorhin, ich starte sie jetzt an, gehe in die Kneipe, trinke ein paar Bierchen und dann gucke ich halt abends nochmal hin, gucke in mein iPhone, Windows Phone und wenn er sagt, hey, Migration Batch-Job succeeded, gucke ich einmal rein, die Liste steht dann drin, 100 Mailboxen migriert, 3 sind fehlerhaft und muss ich halt nochmal gucken oder sind alle migriert. Das ist Migration von Mailboxen. Eigentlich gleiche Prinzip wie bei Exchange 2003, 2007 zu 2010, nur optisch ein bisschen schicker und aus meiner Sicht ein bisschen detaillierter, dass man mehr Informationen kriegt. Weil die Verschiebungsanforderungen der Exchange Management Konsole bei 2010 war ja toll, ne? Dann sehe ich da 20 Mailboxen drin, aber ich sehe keinen Echtzeitzustand. Ne? Muss dann entweder auf Aktualisieren klicken oder den Mailbox-Move auswählen oder mit der PowerShell alle 2 Minuten die die Wiederholen-Taste drücken, um zu sehen, bei wie viel Prozent er gerade ist. Das ist hier etwas schicker gemacht. Dann habe ich die Mailboxen migriert. Das ist easy. Was ein bisschen aufwendiger ist, die Migration von öffentlichen Ordnern. Gucken wir mal,
was sie hier noch alles schreiben. Bisschen vorgegriffen, ne? Wollte ja schon mal zeigen, wie das geht, aber grundsätzlich Vorgehensweise 2010 SP3 installieren. Client Access Server prüfen mit dem Exchange Remote Connectivity Analyzer. Dieses Tool hat Microsoft übrigens auch nochmal verbessert und schöner gemacht, mit dem ich Connectivity zu meiner Exchange-Organisation testen kann. Active Directory-Schema vorbereiten. Wir müssen eine Schemaerweiterung durchführen, wie mit jeder Exchange-Version seit Exchange 2000. Muss für Exchange 2013 Schema vorbereitet werden. Vorsicht, Falle, Achtung, wer von Exchange 2007 oder 2003 auf Exchange 2013 migrieren will, kann das Schema jetzt erweitern. Wenn man das erweitert hat und am nächsten Tag kommt Chef ins Büro und sagt, ja, meine neue ERP-Software, die läuft nicht mit Exchange 2013, installieren Sie mal einen Exchange 2010, dann sagt er ihm, nö, tut mir leid, Chef, wir haben das Schema gerade auf Exchange 2013 erweitert, Exchange 2010 kann nicht mehr installiert werden. Deswegen meine Empfehlung, gerade bei sehr großen Firmen, die vielleicht noch nicht wissen, was das Büro gegenüber irgendwann mal machen wird, vielleicht erstmal eine Schemaerweiterung auf Exchange 2010 durchführen und dann Exchange 2013 Schemaerweiterung durchführen. Dann habe ich zwar ein paar mehr Daten, grundsätzlich habe ich dann ein paar mehr Informationen, aber ich kann dann Exchange 2013 installieren. Wenn dann jemand auf die Idee kommt und sagt, wir brauchen noch für eine Legacy-Software noch ein Exchange 2010, kann ich auch noch ein Exchange 2010 installieren. Ganz wichtig. Das war aber auch schon der Fall bei Exchange 2010. Ne? Wer Exchange 2003 hat und auf 2010 gehen will, kann eine Schemaerweiterung auf 2010 machen. Wer dann noch ein Exchange 2007 einsetzen will, hat auch ein Problem. Grundsätzlich gleich geblieben, muss man nur an denken. Ne? Ich habe es jetzt bei... Ja gut, so viele waren es noch nicht, bei drei sind alles so mittelständische Kunden, da haben wir gesagt, wir machen gleich Exchange 2013 Schema Update, weil ich mal annehme, dass die 5, 6, 7 Peoples in der EDV-Abteilung wissen, dass sie wahrscheinlich nie mehr ein Exchange 2010 brauchen. Aber wenn ich bei Siemens das machen würde, wo ich gar nicht weiß, dass es noch das Gebäude X gibt in der Stadt Y, ne, da sollte man vielleicht etwas vorsichtig sein mit so einer Schemaerweiterung. Gut, das muss ich tun an der Stelle mit allem, was dazugehört, Health-Check im Vorfeld, dann installiere ich Exchange 2013, Mailbox und Client Access Server, entweder alles auf einer Maschine oder auf verschiedene Maschinen verteilt an der Stelle. Die Installationsreihenfolge ist da jetzt egal. Ne? Früher hieß es ja immer Client Access Server als erstes, dann den Mailbox Server. Das ist jetzt relativ egal, weil der Client Access Server sowieso nur stateless durchführt. Dann kommt das, wo die meisten Administratoren verzweifeln und wahrscheinlich auch in Exchange 2013. Wir brauchen noch Zertifikate, ein SAN-Zertifikat, ein Wildcard-Zertifikat oder was auch immer für ein Zertifikat. An der Stelle, jo, dann kann der sogenannte Primary Namespace gemoved werden. Es gibt ja diese External Client Access Domain. External Client Access Domain heißt, wenn ich mit meinem iPhone, mit meinem Windows Phone und meinem OVA über meinen Reverse Proxy auf die Umgebung zugreife, zeigt der momentan noch auf den Exchange 2003 oder 2010. Der Exchange 2003 und 2010 oder 2007 CAS-Server hat nicht die Proxy-Redirect-Logik, um einen User, der eine Mailbox auf dem Exchange 2013 hat, zu seinem Exchange 2013 zu leiten. Das heißt, du meldest dich an, deine Mailbox liegt noch auf Exchange 2007, alles prima, jetzt liegt Mark aber schon auf Exchange 2013, ich connecte mich zu meinem alten CAS-Server und der sagt, Quote, kenne ich nicht, ne? Und sagt dann hier Mailbox nicht verfügbar. Deswegen muss als nächstes der Namespace umgestellt werden. Das heißt, ihr müsst sicherstellen, dass der Traffic dann komplett zum Exchange 2013 CAS kommt. Der CAS, haben wir vorhin gesehen, Stateless Proxy, der hat eine erweiterte Detection-Logik. Der kann sagen, okay, du liegst auf 2003, du liegst auf 2007, 2010 oder du liegst auf 2013. Das ist der nächste Punkt, den ich tun muss. Also irgendwie meinem Router, meiner Firewall mitteilen, der Exchange 2013 ist jetzt der, der die Mails quasi annimmt. Und da der CAS-Server in Exchange 2013 ja gleichzeitig auch mein Hub-Transport-Server ist, habe ich damit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne? An der Stelle. Ja, auch hier nochmal Remote Connectivity Analyzer, XRCA durchführen, gucken, ob alles prima ist. Und dann kann ich Mailboxen moven. Ich muss keinen DAC bauen. Geht auch ohne. Wenn ich einen DAC brauche, brauche ich vorher einen DAC, also Database Availability Group. Und dann kann ich meine Exchange 2010 User auf Exchange 2013 Mailboxen verschieben, ne? Repeat for additional sites, wenn es ein bisschen größer ist, dauert es halt ein Stückchen länger an der Stelle. Ne? Gilt eigentlich auch das gleiche von Exchange 2007. Update, Schema,
Rollen installieren. Legacy Namespace, wer das schon mal gemacht hat, ne? Legacy.contoso.com, muss auch im Zertifikat mit drin sein. Legacy war eine spezielle Erkennungslogik von dem Exchange 2007 oder 2010 Customer, das anhand der Legacy-URL erkannt hat, wohin er die Anfragen redirecten musste. Da gab es in der Doku so eine Aussage, wenn ihr die Firma habt, www.netzweise.de oder der interne Name ist netzweise.de, musste man sich so einen Namen bauen, legacy.netzweise.de, musste sicherstellen, dass der Name auch im Zertifikat mit drin war. Und über diese interne Logik hat der Server dann erkannt, an welche Mailboxen, auf welcher Exchange-Version er die Informationen weiterleiten musste. Jo, dann brauchen wir hier die Zertifikate wieder, validieren, DAC bauen, Exchange 2007-User auf Exchange 2013 migrieren und das für Additional Sites durchführen. Grundsätzlich gleiche Vorgehensweise, ein bisschen aufwendiger ist die Geschichte mit dem Legacy Namespace, aber dafür gibt es okay, hat meine Sekretärin scheinbar so einen automatischen Überlauf eingebaut, ne? Dafür gibt es aber den Exchange Deployment Assistant, so eine Webseite, und der Webseite kann man sich durchklicken. Ich möchte migrieren von 2003 auf 2007, von 2007 auf 2010, und dann gibt es so einen Assistenten, der einen so Schritt für Schritt durch die Schritte durchführt. Und danach gibt es dann so eine schöne Checkliste, wo man abhaken kann, das habe ich gemacht, das noch nicht, das muss ich noch und jenes muss ich noch tun. Das haben sie auch aktualisiert, jetzt auch auf Exchange 2013. Jo, Koexistenz. Ja gut, gucken wir uns das nochmal an. Ne? Koexistenz, ich habe es konzentriert auf Exchange 2010. Hier ist ein User, der von extern mit seinem Mobilgerät, in dem Fall per Nicht-Over drauf zugreift. Hier gibt es einen Layer 4 Load Balancing, ob das nun Hardware Load Balancing oder Software Load Balancing ist. Der greift hier auf die entsprechenden IIS-Komponenten zu. Hier gibt es den HTTP-Proxy. Der HTTP-Proxy, der auf dem Client Access Server läuft, der hat die Redirection-Logik, um zu sagen, okay, schiebt das hier zu dem Client Access Server von Exchange 2010 oder schiebt es hier zu dem Exchange 2010 Cast-Server, der wiederum stellt eine RPC, also Remote Procedure Call Verbindung mit dem Store Driver und damit dem MS Exchange Information Store her und schiebt dann die Mail halt zu dem User, der in der jeweiligen Mailbox da liegt. Aber wichtig ist, hatten wir vorhin ja gesehen in den beiden Einstiegsfolien, ich muss alles, meinen Namespace umstellen, das alles auf den Cast 2013 zeigt, weil nur der hat die Logik auf 2007 und 2010 zu redirecten, und der hat dann auch solche Funktionalitäten wie Cross-Site Redirect und Proxying. Der kann auch sagen, meine Mailbox von dem einen User liegt in Amerika, die andere liegt in Japan, aber der Einstiegspunkt ist Europe. Dann kommt der Einstiegspunkt an die Frontend Firewall, in Reverse Proxy hier in Europe an. Der Client Access Server in Europa stellt dann fest, oh, der liegt ja an einer ganz anderen Active Directory Site und damit auch in einer anderen Exchange Startbank auf einem anderen Exchange Server und kann dann einen sogenannten Cross-Silent Redirect durchführen. Das heißt, der wird dann intern die URL umbiegen und schiebt dann automatisch die Mailbox des Users oder den Request des Users auf den Exchange Server, der an einem ganz entfernten Active Directory Standort ist. Bei Exchange 2010 war das noch so, dass man teilweise, je nachdem wie man es konfiguriert hat, meldete man sich an der Over-Seite an. Nach der Anmeldung hatte man noch so einen Link. Da musste man auf so einen Link klicken. Da stand dann drauf, connecte dich jetzt. Und wenn man den Link angeklickt hat, dann hat der redirected auf den Mailbox-Server, wo die Mailbox des Users liegt, mit dem ich mich angemeldet habe. Das war dann nicht Silent Redirection. Exchange 2013 kann definitives Silent Redirection durchführen. Das heißt, der hier weiß komplett überall, wo meine Mailboxen liegen. Anhand des Active Directories. HomeMDB-Attribut, wo er weiß, wo das Ganze liegt. Ne? Und in der nächsten Folie haben sie es nochmal zusammengefasst, auch wieder der Scott, glaube ich, alles geklaut von ihm. Hier haben sie die einzelnen Protokolle aufgelistet für eine Legacy-Koexistenz. Legacy heißt Exchange 2007 oder Exchange 2010. Für welches Protokoll? Over Exchange, Active Sync, Outlook, OAB und Co. Was passiert? Brauche ich Legacy Namespace? Was passiert? Wird eine Proxy-Verbindung durchgeführt oder wird redirected? Proxy-Verbindung wäre die URL, die man anklicken muss. Ich werde nicht automatisch redirected. Redirect heißt, er wird automatisch redirected anhand der externen URL, die ich in meinen entsprechenden Protokollen konfiguriert habe. Und das gleiche gilt dann für POP und IMAP, für OAB. Na gut,
Remote Procedure Calls, ECP, ist egal, da gibt es keinen Redirect, weil das ja sowieso nur nativ aufgerufen wird von Administratoren an der Stelle. Und Exchange 2010 braucht keine Additional Namespace, er braucht dieses Legacy, Punkt, Firmenname, Punkt, irgendwas. Exchange 2010 braucht keinen zusätzlichen Namensraum und hier werden Cross-Site Silent Redirect. Und der redirectet dann von CAS 2010 zu dem CAS 2013 und man sieht hier, alle Verbindungen werden hier geproxied, außer da unten ECP haben sie nochmal, ne? Hier gibt es auch einen Cross-Site Redirect, aber kein Silent Redirect. Kleine unscheinbare Änderung, ist fürs ECP aber auch relativ wumpe, ne? Ob ich nun einen User ruft, nie das ECP auf, ne? In der Regel machen die Administratoren und die wissen, notfalls connecte ich mich nicht mit mail.contoso.com, sondern ich gehe zu mailserver1.contoso.com, dann lande ich auf dem ECP des entsprechenden Exchange-Servers und dann ist die Sache erledigt. Gut, letzter Punkt, das ist noch nicht gut gelöst, finde ich persönlich, ist die Migration der öffentlichen Ordner. Wir können existierende Public Folder auf Exchange 2013 migrieren. Wir haben keine Public Folder Replikation mehr, sondern eine Mailbox Replikation. End User Experience doesn't change. Sie sehen keine Änderung, wie ich es vorhin erwähnt hatte an der Stelle. Es gibt die Möglichkeit in Exchange 2013 CU1, Cumulative Update 1 in OVA die öffentlichen Ordner als Favoriten einzuführen. Das ging vorher mit 2013 RTM auch nicht. Das heißt, ich hatte meine öffentliche Ordnerhierarchie, will ich aber einen Folder als Favorit haben, weil ich den öfters nutze, musste mal warten bis zum Cumulative Update 1 an der Stelle. Und da ist hier noch ein paar Informationen, wie das funktioniert. Jetzt kommt der Punkt, dazu habe ich glaube ich ein Dokument, ich habe es bei einem schon mal gemacht, die Migration. Es ist recht aufwendig. Kleiner Moment, ich hoffe, ich finde es. Na klar. Ich habe auch mein eigenes Exchange-System migriert. Ne? Ich habe 20 Postfächer, ein produktives, 19 zum Testen. Gut, grundsätzlich unterscheidet sich die Migration, haben wir ja gesehen, nicht von Exchange 2007 zu 2010 oder 2003 zu 2010. Postfächer habe ich vorhin gezeigt, wie man es verschiebt. Oh, Postfach, da muss ich noch was zeigen. Erinnert mich daran, dass ich noch was zeige. So, Public Folder. Migration ist etwas aufwendiger, gibt natürlich eine Anleitung dazu, die ist falsch, zumindest stand, als ich das probiert habe vor ein paar Wochen, da gibt es noch CMD-Lets, die es noch gar nicht gibt. Aber egal, lassen wir uns davon erstmal kein nicht irreführen. Erster Befehl, PowerShell. Wir sind auf dem Exchange 2010 Server, getOrganizationConfig zeigt die Exchange-Konfiguration an, dann lasse ich mir anzeigen, ob hier eventuell schon irgendwelche Public Folder Migrationsjobs laufen. Wenn die noch nicht laufen, weil ihr es noch nicht gemacht habt, kann man sich den Fehler sparen. Wenn man das aber, wie ich, ein paar Mal wiederholen musste, weil die CMD-Lets nicht funktionieren, macht Sinn nachzugucken, ob da schon was läuft. Weil wenn was läuft, kann ich nicht neu migrieren. Gut, so mal am Rande. Auf Exchange 2013 Seite auch gucken, dass kein Migration Request existiert. Da gibt es dann den Public Folder Migration Request. Wenn einer da ist, kann ich ihn entfernen, falls ich nochmal von neuem loslegen muss, muss sicherstellen, das ist wichtig, was immer die sich auch dabei gedacht haben, sicherstellen, dass auf dem Exchange 2013 keine Public Folder existieren. Was, wenn ihr migriert von Exchange 2010 auf 2013, nicht nach der Exchange 2013 Installation mal eben Public Folder anlegen und gucken, wie das so aussieht und dann versuchen zu migrieren, das geht nicht. Die dann entweder vorher entfernen oder gleich wissen, okay, ich will Public Folder migrieren, dann erst keine anlegen, sonst geht es in die Hose. Ne? Okay. Ja, dann gibt es, dank an Microsoft, Public Folder Migrations-Batch-Dateien. Die liegen im Verzeichnis Skripts auf der CD oder im Installationsverzeichnis. Ne? Die kopiere ich mir von Exchange 2013 zum Exchange 2010, idealerweise in das Skripts-Verzeichnis. Als erstes muss ich eine Public Folder Statistik erstellen. Der Befehl heißt Export Public Folder Statistics.ps1, wo ist mein Exchange 2010 Server? Dann findet er die geniale Anzahl von 8 Public Foldern, die ich jetzt gerne migrieren möchte. Die Informationen werden in die Textdatei geschrieben. Handelt sich um IPM-Subtree oder Non-IPM-Subtree.
Er sagt mir, wie die öffentlichen Ordner heißen, wie groß die öffentlichen Ordner sind. Damit habe ich eine Batch-Datei, die erstmal eine Auflistung aller Public Folder hat. Die Größe ist schlussendlich entscheidend, wie viele Public Folder Mailboxen brauche ich. Wir haben ja vorhin gesagt, eine Public Folder Mailbox 2 GB Größe. Hat der alte Kunde hier 500 GB große Public Folder Datenbank, brauche ich theoretisch 250 mal 2, 500 GB Public Folder Mailbox, oder ich vergrößere die Limits. Das berechne dann das nette Tool. Kann ich dann auswählen, wie groß soll meine Public Folder Mailbox sein, kann ich hier einen Wert angeben und dann sagt er halt, du brauchst 23. Danach gehe ich dann in mein Exchange Administrative Center und lege mir 23 Mailboxen an mit Public Foldern. Sei nicht, vergrößere die Werte. Dafür ist das Ding hier, was das Ganze ausrechnet, deswegen hier hinter auch die Größenangaben. Ne? Bei mir reicht eine Mailbox aus. Ich habe so 60 Kilobyte öffentliche Ordner, habe ich gedacht, das sollte ausreichen. Ne? Gut. Dann muss ich, wir sind, Achtung, auf Exchange 2003 Seite, eine neue Mailbox anlegen. Die hat einen neuen Parameter minus Public Folder. Sonst würde er eine anlegen für User. Die heißt jetzt Public Folder. Die habe ich genannt X2010. Vielleicht optisch ein bisschen unschick. Kann man nennen, wie man das möchte. Ne? Hold for Migration ist ganz wichtig. Hold for Migration heißt, in dem Moment, wo man das aktiviert, kann man auf Exchange 2013 Seite keine öffentlichen Ordner anlegen. Macht ja Sinn, weil wir können ja nicht, bevor wir migriert haben. Ne? Also so ein Stück noch. Okay, gut. Das haben wir auch. Dann kann ich eine Mapping-Datei anpassen. Da gibt es eine Datei, die könnt ihr frei wählen. Die habe ich Public Folder 2010 Statistik genannt und habe als Target Mailbox den Namen der öffentlichen Ordner, des öffentlichen Ordner Postfachs angelegt, wie ich es auf Exchange 2013 Seite angelegt habe. Dann kann ich endlich migrieren. Und dann kann ich einen New Public Folder Migration Request durchführen. Source Database ist My Public Folder DB, so habe ich die auf Exchange 2010 Seite genannt. Und gebe dann hier meinen Statistik-File, meinen Mapping-File mit an. Und dann wird das Ganze gequeued. Und bei 60 Kilobyte dauert es ungefähr 4 Sekunden, dann ist migriert. Bei 500 GB dauert es dann halt Anzahl x Tage, Stunden. Wochen war länger. Ne? Wenn ich gucken will, wie geht es denn dem gerade, sage ich Get Public Folder Migration Request, pipe das Ganze in Get Public Folder Migration Request Statistics minus Include Report und mache das Ganze als FL, als formatierte Liste und dann sagt er mir, wie weit er gerade ist, ne? Wie lange läuft er schon, wie viel hat er schon, gibt es irgendwelche Fehler, wohin, von wem und überhaupt. Und hier da, ne? 25% completed, 25, 95, 95 und irgendwann ist er fertig. Dauert dann halt Anzahl x Stunden, Tage, Wochen, Monate an der Stelle. Danach gehe ich nochmal mit dem Befehl Get Public Folder Migration Request, gucke mir ein, wie mein Mapping-File, mein Request ist und steht hier auf Status Auto Suspend. Danach muss ich, weil ich ja gerne meine öffentlichen Ordner nur noch auf Exchange 2013 Seite nutzen will, auf Exchange 2010 Seite sperren. Sonst können die User ja von Exchange 2010 noch Ordner reinschreiben, obwohl sie schon auf dem Exchange 2013 liegen. Da gibt es dann den Befehl Set Organization Config, wieder ausgeführt auf dem Exchange 2010, minus Public Folders Log for Migration $true. Damit können die User ab sofort nur noch auf Exchange 2013 zugreifen. Da diese Public Folder Hierarchie ja schon da ist, ist es dem User egal. Dann greift halt nicht mehr auf den 2010er zu, sondern geht gleich auf den 2013er. Ne? Wenn dann alles durch ist, kann ich mit Set Organization Config minus Public Folder Migration Complete auf True setzen. Alles Roger, alles fertig, alles Shiggy. Und jetzt könnte ich natürlich, wenn ich will, meine Public Folder Datenbank auf Exchange 2010 dismounten. Oder den Exchange-Server sperren, wie auch immer. Oder ich sage explizit, setze mal eben für die Mailbox Simina die Default Public Folder Mailbox auf den Exchange 2010. Deswegen sage ich, der Name ist etwas ungeschickt. Ne? Der Name der Public Folder Mailbox lautet Exchange 2010. In Wirklichkeit ist das die Mailbox, die auf den 2013er liegt. Das heißt, wenn dann der User sein Outlook startet, hier ist Anton Simin, Simina. Wenn er dann hier seine Ordner auswählt, IT-Kalender, IT-Task, Migrate und so weiter, wird er auf den Exchange 2013 redirected.
dann kann ich noch ganz zum Schluss sagen, auf dem Exchange 2013, Set Public Folder Migration Request minus Identity Public Folder Migration, so habe ich den Task genannt, Prevent Completion of False, also ich verhindere nicht mehr, dass es fertig ist, und kann dann hier nochmal sagen, Resume Public Folder Migration Request, Public Folder Migration, und ganz wichtig, dann nochmal den echten Test, ne? Sollte man vielleicht mit ein paar Usern mehr testen, danach kann ich dann die Public Folder Datenbank von Exchange 2010 löschen oder eventuell auch die Public Folder Replikation, die ich noch mit anderen Servern im Einsatz habe, natürlich auch vorher beenden und löschen, damit das geht. Ne? Und dann war die schmerzhafte Erfahrung, weil die PowerShell-Befehle nicht passten in dem Dokument, kann man das Ganze auch nochmal neu starten, ne? Wenn es in die Hose geht, so wie das bei mir mehrere Male war. Ne? Da gibt es dann den Befehl Get Public Folder Migration Request, Remove Public Folder Migration Request, und dann startet man von Seite 1 nochmal wieder neu und probiert so lange, bis es geklappt hat, dann Google und Bing, bis man die Befehle zusammen hat. Mist, ne? Irgendwie Mailboxen, GUI, ne? 5 auswählen, klick auf Weiter, mach Report Administrator, Bierchen trinken, fertig. Public Folder Migration. Für die nächste Version dann da wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber vielleicht klappen ja nur ein oder zwei PowerShell-Befehle nicht. Ne? Ich habe die Doku auch im Internet veröffentlicht, natürlich nachdem ich die PowerShell-Befehle leicht modifiziert habe. Die Typfehler. Genau, das ist auch bloß nicht funktioniert. Ne? Ja, Scherz beiseite. Also das fand ich persönlich ein bisschen enttäuschend, aber das ist eigentlich die erste Exchange-Version oder das erste Microsoft-Produkt, wo viele Sachen genial gelöst sind und man auf einmal bei solchen Sachen irgendwie Steinzeit, nein, ich will es nicht Steinzeit nennen, PowerShell ist ja cool, aber muss nicht so aufwendig sein. Ne? Könnte man auch eine GUI draus basteln. Ne? Ja, technisch kein Problem. Warum sie das gemacht haben, weiß ich nicht, sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich funktioniert es. Wenn man dann noch so Kleinigkeiten durchführt, wie Konnektoren umstellen, das zeige ich zum Schluss nochmal, dann sind wir auch fertig für das. Das wäre GUI in PowerShell bauen? Das wäre genial. Ja. Ist nicht aufwendig. Das denke ich fast, weil es ja schlussendlich, kannst du die ganzen Dinger ja wahrscheinlich mit Power GUI oder mit der ISE oder was auch immer zusammenbauen. Ne? Aber da ich froh war, dass ich die PowerShell-Befehle so zusammengekriegt habe, ohne dass 10 mal danach rot war, baue ich mir da kein Skript, was es automatisiert. Aber klar, das geht definitiv und wird auch kommen. Ne? Was wollte ich noch sagen? Was wollte ich zeigen? Jetzt bin ich aus dem Konzept. Konnektoren, genau, Konnektoren. Ganz wichtiger Punkt. Mailflow, ja doch, die gibt es noch. Dadurch, dass die Konnektoren, Sende- und Empfangskonnektoren, werden ja auch im Active Directory gespeichert. Dieser Mail-Outgoing-Konnektor stammt ursprünglich von Exchange 2010. Dadurch, dass der im Active Directory gespeichert wird, taucht er auch hier in der Exchange 2013 IAC-Konsole auf. Er hat aber, wenn man das nicht anders tut, einen klitzekleinen Haken. Welcher Server ist hier eingetragen, der zuständig ist für das Mail-Übermitteln? Der Exchange 2010. Ne? Das heißt, es gibt an ein paar Stellen natürlich noch Sachen, wo ich dran denken muss, dass ich hier dann entsprechend sage, wer dafür zuständig ist. Ne? Das heißt, ich kann hier einstellen, welcher Server schlussendlich derjenige ist, der dafür zuständig ist. Ne? Da unten. Das heißt, da habe ich jetzt schon vorsorglich meine Exchange 2013 eingetragen. Müsste jetzt, wenn die Migration fertig wäre, und ist ja eigentlich fertig, müsste ich, bevor ich meine Exchange 2010 entferne, entweder den Exchange 2013 da eintragen oder nicht vergessen, den alten Exchange auch wieder rauszunehmen. Da gibt es diverse Stellen, die auch dokumentiert sind, was ich noch tun muss. Ne? Also Public Folder, Mailboxen sind nicht alles. Deswegen immer noch der Hinweis ganz zum Schluss, habe ich bisher jedem empfohlen, auch manche, die das leider nicht tun. Wenn ihr der Meinung seid, ihr seid fertig mit der Migration, mache ich was? Ich schalte meinen alten Exchange 2007, 2010 Server für wie lange aus? Eine Woche, zwei, drei und lasst einfach mal testen. Funktioniert abwesend als Benachrichtigung. Nochmal geht Mail rein, raus, geht Auto-Discover. Ne? Habe ich die Zertifikate richtig gemacht?
kann ich auf einmal noch auf meine Organizational Forms Library zugreifen oder habe ich vergessen, diesen öffentlichen Ordner zu migrieren oder solche Sachen. Ich habe auch schon Kunden erlebt, die wo wir dann migriert haben und ich habe denen gesagt, und zum Glück auch in meinen Notizen geschrieben, ich sage, schalten Sie mal 2 Wochen aus. Und dann habe ich wirklich mit einem Kunden, auch ein mittelständisches Unternehmen, telefoniert. Wir haben eine Migration gemacht, war 2 Wochen da, haben alles durchmigriert und irgendwann so nach einer Woche habe ich gedacht, schickst du mal eine Mail. Ich sage, wie sieht es denn aus? Ich sage, läuft noch alles. Ja, ja, alles gut. Den alten Exchange haben wir schon deinstalliert. Ne? Ich sage, wie lange hatten Sie denn aus? Wir haben doch gesagt, ne, so eine Woche sollten Sie mindestens mal aushaben. Ne? Haben Sie gesagt, wir sollten den ausschalten? Ich sage, ja, macht vielleicht Sinn, ne, ihn auszuschalten. Ne? Ja, noch geht alles. Ne? Ein paar Tage später, ne, so kleinen versteckten Sachen. Ne? Bei irgendeinem User oder bei vielen Usern ging der Abwesenheitsassistent nicht mehr. Ne? Abwesenheitsassistent sind Zertifikatsgeschichten, Proxy-Einstellungen und solche Sachen. Ne? Bei irgendeinem öffentlichen Ordner war kein Inhalt da. Klickst du auf puch, öffentlichen Ordner, leer. Ne? Kriegst einen Anruf, der ist leer. Ich sage, ja, ist da vielleicht nicht mitmigriert worden. Entweder haben wir es vergessen oder ist es irgendwas schiefgegangen. Ne? Ich sage, wenn wir jetzt einen alten Exchange noch hätten, hochfahren, ne? Nochmal die Batch-Datei anwerfen, migrierende öffentlichen Ordner und so weiter. Was machen wir denn jetzt? Haben Sie ein Backup? Ah, das neue System haben wir noch nicht im Backup drin. Ne? Wir haben das alte noch drin. Ich sage, das alte macht keinen Sinn. Ne? Ich sage, aus. Ne? Ja, gut. Nächster Kunde. Also, bei jeder Migration dran denken, kostet ja kein Brot außer Strom. Ne? Mal 2-3 Wochen auslassen, gucken, ob definitiv alles geht. Und dann kann ich Exchange 2010 deinstallieren. Oder 2007, wenn ich es denn deinstalliert kriege über die GUI. Ne? Wenn nicht, musst du mit ADSI dran und dann munter löschen. Ja, aber auch nicht zu viel löschen. Ne?